Ja, im Moment fühlt es sich an wie ein verlorener Punkt, aber es darf sich nicht lange so anfühlen. Wir haben das Spiel nicht verloren, wir haben unentschieden gespielt. Wir wissen selber, dass am Ende viel mehr drin war, weil wir, wenn wir effektiver die Chancen nutzen, wenn wir einen leichten Fehlpass weglassen. Aber das Schöne ist jetzt, dass wir innerhalb von 24 Stunden erneut ran dürfen. Wir sind komplett selber schuld. Wir hatten eigentlich immer alles im Griff. Wir waren mit 3 Toren vorne, 6 Minuten vor Ende, glaube ich. Und ja, dann passiert das mal im Handball, dass man auch mal einen 3-Tore-Vorsprung schnell vergibt, was uns eigentlich in der Phase nicht passieren darf. Deswegen war es am Ende nochmal eng und die Russen haben nochmal die Möglichkeit bekommen mit dem letzten Angriff und haben das Ding reingehauen zum Unentschieden. Das hat sich dann natürlich wie eine Niederlage angefühlt und hat wehgetan, ist klar. Sehr frustrierend, dass wir heute nicht die beiden Punkte geholt haben, sondern nur einen. Wir waren eigentlich fast das komplette Spiel über in Führung. Nur in den letzten 2-3 Minuten kriegen wir das Unentschieden. Ja, es ist ein sehr bitterer Abend für uns heute. Jetzt dürfen Sie sich ärgern. Wir werden auch am Abend noch eine kleine Besprechung haben. Aber dann ist es wichtig, sich zu regenerieren und morgen neu einzustellen, sich zu freuen auf dieses Spiel, auf diese Kulisse zu freuen. Und dann werden die Fans einen entscheidenden Anteil morgen haben.